Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier beim Women Marketing Team. Ich bin Janina. In diesem Video möchte ich mit dir über Backups sprechen, denn sicherlich hast du es auch schon öfter auf deiner Webseite gesehen, dass dir immer ganz, ganz viele Möglichkeiten nach Updates angezeigt werden. Also hier zum Beispiel sieht man das direkt bei den Plugins, steht schon so eine kleine 8 oder wenn man sich anmeldet, ja, dann wird man auch auf Aktualisierungen hingewiesen, auf Updates zum Thema WordPress, also dass WordPress zum Beispiel nicht aktuell ist, das haben wir hier zum Beispiel. Aber auch bei den Plugins gibt es ständig wieder Erneuerungen, ja. Und jetzt ist es oft so, dass viele hingehen und diese Updates dann direkt automatisch machen. Ja, jetzt kann es aber sein, dass du so ein Update machst und danach auf einmal alle deine Bilder verschwunden sind oder deine Webseite nicht mehr richtig funktioniert oder sich plötzlich ein Plugin nicht mehr mit dem anderen versteht. Ja, es kann alles vorkommen. Und deswegen empfehlen wir immer vor solchen Updates, wenn du die eigenständig machst, ein Backup von deiner Seite zu machen. Also sicher einmal zum jetzigen Zeitpunkt alle deine Inhalte von deiner Webseite, damit du, falls es soweit kommen sollte, dass nach einem Update deine Seite nicht mehr richtig funktioniert, damit du immer wieder die Möglichkeit hast, deine Seite wieder zurückzusetzen. Ja, und da möchte ich dir heute mal zeigen, wie du das machen kannst, beziehungsweise wo du dann auch das passende Plugin wieder findest, denn dazu gibt es auch Plugins. Ja, das heißt, wir gehen wieder hier auf die Plugins und dann installieren. Und jetzt gebe ich hier bei der Suchfunktion, ja, also hier rechts können wir ja, Plugins suchen und da gebe ich jetzt einfach mal Backup ein. So, und jetzt werden mir hier wieder ganz viele Plugins vorgeschlagen, ne? Also man kann die natürlich hier immer auch unterscheiden. Es gibt hier Bewertungen, ja, wie viele Sterne die haben. Dann können User diese Plugins bewerben. Ich nehme in der Regel immer etwas von hier oben, ja, also im besten Fall einfach hier das hier direkt, ja. So, das heißt, das werde ich jetzt hier einmal auf der Seite installieren und dann direkt aktivieren. So, genau, jetzt werden wir hier direkt hingewiesen, ja, drücke hier zum Starten, dann machen wir das doch mal. Ja, so diese ganzen Hinweise, die können jetzt erstmal hier raus. So, ja, das sieht doch erstmal alles ganz simpel aus, weil hier gibt es eigentlich auch gar nicht so viele Funktionen, sondern ich möchte jetzt hier einmal die ganze Datenbank von meiner Seite, möchte ich einmal sichern, das heißt, ich gehe auf jetzt sichern. Genau, jetzt kann ich hier nochmal ein paar Dinge auswählen. Ich lasse das jetzt hier so und klicke auf jetzt sichern. Genau, das dauert natürlich jetzt einmal ein bisschen, bis die ganzen Dateien geladen werden. So, und dann kommt auch schon der Hinweis, Ihre Sicherung ist bereit. Alles klar. So, und jetzt sehen wir auch schon hier unten, ja, dass jetzt hier unsere Sicherung auftaucht. Ja, das heißt vom 6. Juli. So, und jetzt können wir sagen, okay, die einzelnen Plugins, die Datenbank, Themes und so weiter, das lade ich jetzt hier auf meinem PC herunter. Ja, das heißt, du kannst jetzt alle Dateien einmal bei dir als Sicherung auf deinem PC abspeichern. Genau, dann kannst du jetzt hier zum Beispiel, ich habe jetzt hier auf Datenbank geklickt, ja, und dann kann ich mir die jetzt hier auf meinem PC herunterladen und das gleiche bei den Plugins, Themes und so weiter. Ja, dann kannst du alles durchgehen. So, und so hast du auf jeden Fall eine Sicherung immer auf deinem PC, falls hier irgendwas ja nicht mehr laufen sollte auf deiner Webseite. Genau, du hast jetzt quasi einmal alles auf deinem PC. Ja, da kannst du dir speichern. Ja, sagen wir mal, du installierst jetzt ein neues Plugin und dann funktioniert deine Seite nicht mehr. Ja, so, dann kannst du aber auch hier reingehen in die Einstellung. Dann Updraft Plus und dann findest du ja hier diese Sicherung, ja, das heißt, die ist jetzt hier gespeichert und dann kannst du direkt auch online natürlich sagen, okay, ich möchte meine Webseite wiederherstellen und drückst dann hier auf Wiederherstellen. Ja, du kannst natürlich auch sicherheitshalber immer alles auf deinem PC nochmal speichern, dann kann man es halt wieder hochladen, ja, kein Problem, aber du kannst auch hier sagen, ich möchte, ne, dann wählt man einfach hier 6. Juli, da hat meine Seite funktioniert, deshalb möchte ich sie auf diesen Zeitpunkt wiederherstellen und klickst hier auf Wiederherstellen. Wichtig ist, dass du immer vor solchen großen Sachen, WordPress-Updates und auch manchmal bei den Plugins, ja, dass du da solche Sicherungen machst,
damit man immer wieder die Möglichkeit hat, auch ja, wieder herzustellen. Ja, also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben natürlich auch immer noch Möglichkeiten, wenn es Benau-Netzseiten sind, dass wir da auch nochmal eine Herstellungsmöglichkeit haben. Ja, aber für dich ist es immer sicherer, gerade wenn du auch eine Domain irgendwie nochmal außerhalb hast, sicher lieber immer deine Inhalte bei dir auf dem PC mit solchen Plugins, damit du immer eine Möglichkeit hast, da wieder reinzukommen. Es kann ja auch immer passieren, vielleicht löscht man auch noch mal irgendwie aus Versehen was komplett oder so. Ja, so kommst du da immer wieder irgendwie ran und es ist auf jeden Fall sinnvoll, sowas mal in regelmäßigen Abständen zu machen. Das brauchst du jetzt nicht unbedingt jede Woche machen, ja, aber gerade bei solchen großen Updates ist das auf jeden Fall eine Empfehlung von uns. Ja, so, dann gib uns auf jeden Fall einen Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat. Schreib uns deine Videowünsche in die Kommentare und dann hören wir uns im nächsten Video.